Okay, dann zeigen wir jetzt mal, wie schnell das mit Maria alles geht. Bumm. Au. Verdammt, ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Oh, zack, 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 zack. Passiert gar nichts. Da, guckt. So schnell kann es mit Maria gehen. Alter, ist das unfair. Zack, 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 zack. Das wird hier ein Speedrun. Guckt. Da passiert nicht viel. Ja, und sie kann sogar noch mehr Schaden machen als er. Als unser Richter Belmont. Irgendwie glaube ich, das ist nicht ganz der Sinn der Sache, oder? Also für die, die echt nichts zu tun haben. Was? Ah, ich dachte, es geht. Schade, war doch nicht meine solche Rollattacke, die diesen Schaden gemacht hat, damit er gestorben ist. Dieser andere da. Weswegen ich dachte, ich könnte mit meiner Rollattacke Gegner plätten. So, zack. Jetzt nochmal das Ganze hier. Und war das schon das dritte? Nee, es war das zweite. Scheiße. Ah! Ah! Aber ich habe noch einen mitgenommen. Yeah! Ist das krass. Ist das geil. Wie es aussah, als ich den einen noch mitgenommen habe. Bam. So, jetzt diesmal. Drei Löcher. Na. So, und drittes Loch und drin. Haha. Und hoppa, alle hoppalala. Bam. Ah, er hat mich getroffen. Oh mein Gott. Ey, ich hätte da doch drüber gekonnt. Schade. Wow, das war gut. Nein, ich komme da nicht ran. An diese Suzos von Monster Rancher. Nein, es sind Spionaugen. Habe ich nachgelesen. Und ich komme durch. Ha. Alternativer Ausgang. Und was haben wir hier? Natürlich einen alternativen Boss. Schöne Sache. So. Und jetzt will ich mal sehen. Ach nein, der schon wieder. Okay, also gibt es wirklich nur eine bestimmte Anzahl alternativer Bosse, wie es aussieht. Ah. Sowas aber auch. Hätte ich. Finde ich schade ein bisschen. Oh, der tut weh. Oh, tut der weh. Ja, wir wissen es ja. Wir kennen es ja alles schon. Das ist ja das Problem. Aber irgendwie habe ich dann Rondo of Blood nicht bekommen. Scheiße! Scheiße, da war ja noch irgendwas. Mist. Voll vergessen. Wo ist es denn dann eigentlich? Ja, egal. Ich mache den erstmal fertig. Und dann zeige ich euch, wo es ist. Wenn ich es denn finde, heißt es. Oh, Phase 3. Jetzt wird es wieder richtig übel. Hier, voll übel. Bounce. Boah, ist der hammermäßig hart. Habt ihr das gesehen? Ist das ein schwerer Boss wieder gewesen, ey. Ja, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wie komme ich an Rondo of Blood nochmal. Ich werde mich darüber schlau machen, dann werde ich es euch zeigen. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Schnitt wieder. So, ich habe mich schlau gemacht. Und natürlich, was hätte es anderes sein können? Diese Treppe hier bringt uns schon mal in die Richtung, in die richtige. So. Ach so, ja, das hier wird jetzt auch lustig. Irgendwie. Sehen wir mal, ob wir es schaffen. Und zack. Haha. So, das hier ist also das geheime Stückchen Level aus der vierten Stage. Es geht gar nicht, oder? Ah. Ach so, klar, ich kann mich ja ducken. Oh, voll vergessen. Ha. Ja, wenn man schon die einfachsten Dinge vergisst, dann ist man irgendwie Alzheimer gestört. Und ich glaube, ich habe Alzheimer. Ups. Wow, wow, wow. Na, ich gehe hier erstmal durch.
So, dann kannst du mir kaum noch was. Nein, du kannst mich töten. Och, Mann. Na, jetzt bin ich hier wieder am Anfang, oder was? Ach, übrigens, diese komischen hüpfenden Viecher, die nennen sich Flohmann. Also, Flohmänner. Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Na toll, na dann zeige ich nochmal den Anfang der Stage, wie man da hinkommt, den ganzen Schrott. Da, 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 da. Na los, ich will das haben. Ich will ein Herz. Ein Herz für Richter. Würde ich mal so sagen. Hüpp. Au. Nicht schön. Nein, au. Du hör doch aber auf, Fifi. Oh! Jetzt reicht's mir aber. Ja, wenn du nicht aufhörst, dann... Dann... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was soll man den Viechern androhen? Dann töte ich dich? Hab ich schon. Haha. So. Bam. Und bam. Und noch ein Flohmann. Au! Das Ding habe ich nicht gesehen! Oh, oh, oi, oi, oi. Ich sehe es schon, ich werde gleich wieder sterben. Und Vorsicht! Und nochmal Vorsicht. So, ab nach da oben. Schalter drücken, Treppe kriegen und weitergehen. Alles perfekt gerade. Sehr perfekt. Das kann wieder was werden. Und... Na, ah, wie kann man nur? Hey, das geht auch ohne. Cool. Krasse Sache. Haha. Du kannst mir nix, blöder Morgenstern. Wum, 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 wum. Krasse Sache, ey. Ganz krasse Sache hier. Aber trotzdem, es geht ja noch ein Stück weiter und dann muss ich mit meinen Bibelseiten noch ganz andere Sachen töten. Ha, genau. Bams, ja. Und weiter geht's. Und jetzt ist er tot. Haha! Hätte ich das mal gleich gemacht. Hopp! So. Und wo kommen wir jetzt hin? Ich wette, wir werden wieder einen Boss treffen, den wir schon lange kennen. Oh, böses Kreuz. Nicht böse genug. Da! Er hat mich nicht getroffen. Er hätte mich vielleicht getötet. Aber er hat mich nicht getroffen. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor diesem Vieh. Wehe, ich darf wieder ganz sonst wo anfangen. Nö, nicht ganz. Nur sonst wo, aber nicht ganz sonst wo. So, deswegen bin ich jetzt so schlau und sammel die Viecher erstmal. Bevor ich... das Dümmste tue, was mir passieren kann. Ja. Ah! Was war das? Ich hätte da nicht drauf gehen sollen. Was ist das? Ist dieser Morgenstern so, dass ich den... dass der mich tötet? Nein, tut er nicht. Der ist im Hintergrund. Oh, ich dachte schon. Genau auf dem letzten. Ich bin doch gleich wieder Game Over, oder? Ich bin nicht Game Over. Gut. Wie viele Leben habe ich noch? Oh, null. Also, nach dem Leben ist Schluss. Geil. Sehr, muy geil, bien. Ich tue mich doch so schon selber wieder sabotieren hier. Ja, ich treffe nicht mal. Auch wenn es nötig wäre, zu treffen. So, jetzt, haha. Jetzt töte ich euch beide. Nein, ich töte euch nicht beide. Nein, stattdessen kriege ich noch eins drauf. Ja, das ist doch das Schönste immer dann, wenn sowas passiert. Ja, ich sterb noch. Ich sterb hier noch. Ja, tu ich. Okay, dann bin ich. Sehen wir uns gleich wieder an dieser beknackten Stelle, an der ich noch oft sterben darf. Ich werd mich noch aufregen, das glaube ich. So, da haben wir mich nochmal und dann zeige ich euch, wie man jetzt hier da durchkommt, ohne Schaden zu nehmen. Mit einer Bibel? Ja, ich nehme sie. Ah,
bleibt mir wieder nichts anderes übrig. So, böser Morgenstern, verzieh dich und dann sind wir Freunde. So. Ich würde ja am liebsten durchsliden, aber nein, ich habe ja nicht Maria und ich werde Maria auch... Ich werde mich weigern, sie zu benutzen, nachdem ich gezeigt habe, was sie kann. Denn sie kann zu viel. Man hat es wieder mal mitgekriegt. Das ist nicht meine Art, ein Spiel zu machen. Ich mach's lieber mit einem Charakter, der auch irgendwie nichts drauf hat. Ja, ich mach immer meine Spiele mit den Charakteren, die nichts drauf haben. Ja. Deswegen spiele ich Richter. Sehr schön. Wer was anderes behauptet, wer sagt, mit Maria ist das viel schwerer, der soll sich bitte bei mir melden. Dem glaube ich das nicht.